Eisige Winter in Europa wegen Klimaerwärmung, wärmer und dann kälter, die sollte sich mal entscheiden, Kopf. Seit Tagen sorgt eine Studie der Universität Utrecht für Aufsehen. Die weltweite Erderwärmung könnte zu einer drastischen Abkühlung in Europa führen. Dies, weil ein Kollaps der atlantischen meridionalen Umweltbewegung, kurz AMOC, bevorsteht. Einfach gesagt sorgt diese Strömung im Atlantik mit dem warmen Wasser aus dem Süden dafür, dass es in Europa warm ist bzw. gemäßigt. Der Zusammenbruch der Atlantikströmung könnte noch in diesem Jahrhundert passieren. Tritt dies ein, passiere laut der Studie in Europa Folgendes. Die Temperaturunterschiede zwischen Winter und Sommer werden größer, weil sich der Winter massiv abkühlt. Die tropischen Niederschläge würden sich verschieben. In einigen Regionen des Kontinents käme es dann wohl zu Dürren, in anderen zu Überschwemmungen. Die weltweite mögliche Anbaufläche für Weizen und Mais wäre dann nur noch halb so groß wie jetzt. Im Breitengrad von Wien erwarte man eine Jahresdurchschnittstemperatur von ungefähr 4 Grad Celsius. Im Winter wäre es bis zu 8 Grad kälter. Somit würde Wien dem aktuellen Temperaturklima der Wetterstation Galzig am Arlberg auf 2100 Metern Höhe entsprechen. Die Heizkosten im Winter würden also auch explodieren. Viel schlimmer trifft es aber Skandinavien. In Nordeuropa würden sich die Jahresmitteltemperaturen um ganze 15 Grad abkühlen. Damit wäre es so kalt wie heutzutage in Sibirien. Laut Marco Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung bei der Geosphere Austria, könne man dem nur entgegenwirken, wenn man dem menschengemachten Klimawandel entgegenwirkt. Was meinst du zu dieser Studie? Übertriebenes Weltuntergangsszenario oder bittere Wahrheit? Schreib's in die Kommentare.